السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ja, Melissa, ein paar Fragen wieder. So, wir starten dann mal mit den Fragen, würde ich sagen, direkt. Muss ich die verlorenen Fastentage nachholen oder reicht es, das Fidya zu zahlen? Das Fidya loskaufen. Ja, genau. Also wenn man körperlich dazu in der Lage ist, wenn man wieder gesund ist, dann muss man die nachholen. Wenn man das aber nicht kann, dann reicht es nur, die Fidya zu zahlen. Nichtsdestotrotz ist es auch gestattet oder sogar lobenswert, dass wenn jemand, obwohl er die verlorenen Fastentage nachholt, indem er fastet, dass er auch gleichzeitig auch die Fidya zahlt. Ja, also das ist ja, das Fidya hat ja auch diesen Sinn, dass man sagt, okay, ich zahle etwas, um Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Man weiß, selbst ich als gesunder Mensch weiß nicht, ob ich überhaupt das nächste Ramadan erlangen werde oder nicht, ob ich das erleben werde oder nicht. Weil die Fidya, die handelt ja auch dementsprechend darum, dass man auf dem Wege Allahs spendet, damit Allah im nächsten Ramadan wieder den Menschen die Kraft gibt im Körper, dass man fasten kann. So, dann haben wir, ja, interessant, wie soll man in Ländern fasten, wo es 6 Monate Tag und 6 Monate Nacht ist? Ich glaube, besonders die, zum Beispiel im nördlichen. Genau, die. In der Regel heißt es da, dass man, also die Gelehrten der Fiqh sagen, dass man sich dann darauf einigt, dass man das Land, was am nächsten dazu liegt, dass man sich daran richtet, wann dort Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist und dementsprechend sein Sehri und sein Iftari richtet, also dementsprechend sein Fastenbeginn und sein Fastenbrechen richtet. So, zweite Frage noch für Sie. Darf ich homöopathische Mittel während des Fastens zu mir nehmen? Auch homöopathische Mittel sind Mittel, die man zu sich nimmt. Richtig. Daher alles, was dem Körper zugeführt wird, bricht das Fasten. Und wenn man angewiesen ist auf bestimmte Medikamente, die man einnehmen muss, dann gilt ja ganz klar, dass man dann nicht fasten, dann ist man befreit vom Fasten. Ist es wichtig, im gesamten Ramadan zu fasten, um das Itikaf zu machen? Das Itikaf kann auch gemacht werden, wenn man jetzt davor die 20 Tage vielleicht nicht durchfasten konnte. Mhm. Aber im Itikaf ist es verpflichtend, obligatorisch zu fasten. Richtig, richtig, ja. Ja, hier gilt jetzt wieder dasselbe, das Masnun Itkaf, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die, dass er dann komplett gefastet hat und dann das Itkaf gesessen hat. Darf ich Augentropfen zu mir nehmen während des Fastens? Dadurch wird das Fasten gebrochen. Also sollte man nichts in seinem Körper zuführen, auch durch Augentropfen. Man sollte es dann am besten zur Sati-Zeit machen, ja, zu Fastenbeginn. Und dann kann man es ja beim Fastenbrechen wieder tun. Man darf weder etwas anderes zu sich nehmen, keine Injektionen, nichts Essbares, nichts Trinkbares und auch keine Augentropfen. Wenn es jetzt aber so ist, dass man Augentropfen zu sich nehmen muss, dann ist man ja eigentlich befreit vom Fasten, weil man als Kranker gilt. Muss das Itikaf 10 Tage lang sein oder geht auch weniger? Es geht um Itikaf. Ja, also die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ja gewesen 10 Tage. Außer im letzten Jahr hat er dann 20 Tage auch gesessen. Aber 10 Tage ist das muss nun die Praxis des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn jemand nicht 10 Tage lang sitzen kann, dann können wir das nicht mehr als Masnun Itkaf bezeichnen. 10 Tage Minimum ist die Sunna des Heiligen Propheten, aber es gibt nicht diese Einschränkung, dass man nicht weniger machen darf. Okay. Darf man auch zu Hause Itikaf machen? Eigentlich sollte das Itikaf an solchen Ort durchgeführt werden, also wo Menschen für das Gebet, fünfmalige Gebet und insbesondere für das Salat al-Jumma, also für das Jumma-Gebet zusammenkommen. Dann, an solchen Stellen wird das Itikaf in der Regel abgehalten. Theoretisch ist es erlaubt, auch zu Hause Itikaf zu machen. Beispielsweise einer Frau ist es gestattet mit Absprache ihrer Familie, dass sie das Itikaf dort macht. Oder sogar während der Corona-Pandemie, als wir nicht in den Moscheen Itikaf machen durften, also uns zurückziehen durften, haben ja viele Menschen auch zu Hause gemacht. Wenn man es auch zu Hause machen muss, ja, wegen Einschränkungen, dann sollte man halt den Ort nutzen, wo man auch betet. Ne? Ja, richtig, 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 ja. Also ich bin da. Wann ist das Laylatul Qadr? Der heilige Prophet hat sie so Sinn definiert, dass wir in den letzten, im letzten Drittel des Ramazan nach der Nacht des Schicksals, nach der Laylatul Qadr suchen sollen, in den ungeraden Tagen. Also 21., 23. oder 25. Nacht. Oder 27. Genau, 27. oder 29. sogar. Ja, okay, genau. Es gibt auch einige Mystiker sagen auch, dass der Trend oder die Wahrscheinlichkeit in der 27. Nacht, ja, höher ist. Aber der Prophet hat uns angewiesen, es in den ungeraden Nächten zu suchen.
der verheißene Messias zum Beispiel hatte auch schon am 21. Mal berichtet, dass er die Nacht des Laylatul Qadr gesehen hat. Aber viele Gelehrte, viele gottergebene Menschen aus der Frühzeit auch haben davon berichtet, dass sie vor allem in der 27. Nacht diese Laylatul Qadr erlebt haben. Der verheißene Messias hat ja auch gesagt, also das eigentliche große, das größte Laylatul Qadr ist ja die Nacht gewesen, in der dann der heilige Prophet gekommen ist, ne, und die ganze Welt erleuchtet hat. Und das war die Größe. Und alle anderen Formen sind so Schattenformen im Prinzip da. Sehr gut. Zur Frage für Sie. Wie verbrachte der heilige Prophet Mohammed den Monat Ramadan? Eine ganz interessante Frage. Der Prophet Mohammed hat generell sein ganzes Leben im Ibadet, im Gottesdienst zu Allah Ta'ala verbracht. Ja. Aber im Ramadan explizit noch intensiver. Also die Farabi hat mal in einer Rede so ein bisschen diese Szene dargestellt, dass sie überliefern, dass wir noch nie dem Propheten so viel Spenden gesehen haben, so viel Gottesdienste erbracht gesehen haben wie im Monat Ramadan. Und hinzu kommt, dass er auch sehr viel gespendet hat. Hm. Also er war im Spenden war er eifriger als der starke Wind, heißt es in einer Überlieferung. Die Rezitation des Heiligen Koran. Ja. Er hat ja mit dem Engel Gabriel den kompletten Koran nochmal wiederholt.